Zum Chaos Week anfangen, Digga. Chaos Week, ich feiere ihn. Ich feiere ihn sehr. Damals habe ich mich schon sehr stark an ihm inspiriert, Leute. Und Herren, es ist wieder soweit. Ladies and Gentlemen. Ladies Und ich darf euch heute mal wieder mal ganz gechillt hier zu begrüßen. einem erneuten Video auf meinem Kanal, Mann. Ja! Danke, danke. Danke, danke, danke. Vielen Dank. Macht er wirklich noch YouTube? Der hat wieder angefangen, Digga. Guck mal hier. Bei dem läuft sogar wieder. Ich freue mich auch für ihn. Ich habe ihn damals sehr gefeiert. Also sehr gefeiert. Ich habe hier sogar ein paar Videos schon geguckt. Hier vor 2 Wochen hat er wieder angefangen. Castwig is back. 100k, 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 200k, 170k, 107k, 108k, läuft wieder. Freut mich sehr. Meine Damen und Herren, ich habe heute für euch nicht einen Special Guest, sondern ich habe für euch heute zwei Mother Special Guests, und zwar zu meiner Linken die liebe Lisa AKA seine Freundin. Das heißt, die andere ist vielleicht noch free, Leute. Angst, dass die die Polizei holen. Ob die die Polizei holen oder nicht, das ist mir egal. Und meine Damen und Herren, mein zweiter Special Guest heute zu meiner Rechten, die liebe Amanda Tjerni Blumenstein. Wer ist das, Leute? Hat jemand das Ad? Das Ad? Da hat jemand nämlich gerade im Chat nach dem Ad gefragt. Hat jemand das Ad-Chat von der? Wer ist das? Sind bereit, Klein. Also. Wer? Sarah GBS. Was? Die heißt doch Amanda. Wie? Seid ihr ready? Bereit? Seid ihr für was seid ihr genau ready? Für heiße Sachen. Für heiße Sachen. Schatz, ist es okay für dich, wenn es heute ein bisschen heißer wird? Komm mal nicht ins Gesicht. Nicht. Heute. Darf man sowas auf Twitch gucken, Leute? Was hier passiert? Chili oder ausziehen? Ist es Strip-Ding oder haben wir eine unglaubliche Schätzfragen-Challenge. Und zwar spielen wir gleich am Anfang Schere, Stein, Papier, und es wird ausgelost, wer hier auf den Sitzplätzen sitzen muss. Und der gewonnen hat, darf aus dem Buch der 1000 Fragen vorlesen. Na, das ist das Guinness World Record. Das Buch der 1000 Fragen. Hallo! Das Scheißbuch der 1000 Fragen! Der Also, ja. Verlierer muss eine Chili. verspeisen. Chili vorsichtig verwenden, sehr scharf. Chili halbieren, Kerne entfernen und zur Verwendung sehr fein schneiden. Very hot. Deine Cam zerstört den Anblick. So besser? Genau wie meine beiden. Besser oder war vorher besser? Mein Dings ist schon wieder aus, warum auch immer. Jetzt geht es auch nicht mehr an da hinten. Sehr gut. Kandidatinnen hier. Oder was sagst du dazu, Amanda? Entweder ihr verspeist einen Chili oder es muss ein Kleidungsstück ausgezogen. Ist der Nippelstick ein Kleidungsstück? Ich denke nicht. Schere, Stein, Papier. Hat die Nippelsticker drauf, oder was? Breiteste Männerbrust. Betrug, wie viel Zentimetern? Die breiteste Männerbrust. 3,20 Meter. 1,70 Meter.
1,70 Meter. Manche Frauen haben schon 1 Meter. Was für 1,70 Meter? Ja. Hä? Du wusstest die Antwort. Ja, hot. Natürlich. Ausziehen oder ich zähle was aus. Die Frau mit den längsten Beinen der Welt. In Zentimeter, wie lang ist ihr linkes Bein? Wie lang ist ihr linkes Bein? Ich würde sagen, ihr linkes Bein ist 1,80 Meter. 1,70 Meter. Ich sag obwohl, macht gar keinen Sinn. 1,60 Meter sage ich, ihr linkes Bein. So, eingeloggt. Die Amanda mit 150 Zentimeter. Ja, ich auf der linken Seite haben wir die liebe Lisa Weinberger mit 130 Zentimeter. Ihr linkes Bein. 160, 150, 130. Bein hat eine Länge von 1,35 Zentimeter. Das heißt, du hast gewonnen, ich habe verloren. Ihr, ja! Scheiße. Was ist denn eigentlich mit dir? Okay, was soll ich ausziehen? Ja, das Video wird gelb. Willst du auch mal? Ja, das Video wird gelb! Stopp, hallo? Wie breit ist die? Ich glaube, diese Lisa Weinberger, ich habe schon mal ein Video gesehen, da mussten da Dorfnis sich gegenseitig klatschen. Ich glaube, die hat leichte Aggression auf ihren Freund. Die breiteste Zunge. Die breiteste Zunge. 10 Zentimeter. Ich bin so nah dran. 12 Zentimeter. 12. Hier, Marcel hat. Ich glaube, du hast das verwechselt. 12,4 Zentimeter geschrieben. 12. Und Amanda hat 7 Zentimeter geschrieben. Die breiteste Zunge der Welt ist 8,88 Zentimeter breit. Bam! Jawohl. Wie war es nochmal, der Loser bleibt sitzen? Ah, habt ihr Bock auf meine Zehen? Mein Mund? Wie schwer war die schwerste Chilischote? Boah, ich weiß nicht mal, wie schwer eine normale Chilischote ist. Die schwerste Chilischote, Chat. Wie schwer war sie? Ich würde sagen, die schwerste Chilischote. Wie schwer ist so eine Chilischote? 100 Gramm? 10 Gramm? Ich sag mal 100 Gramm, ja. Es ist 63 Gramm. Und ich sag 30 Gramm. Die Antwort ist 420 Gramm. Ich war am nächsten dran. Ich war am nächsten dran, Leute. Aber die ist vorbei. Einfach ein halbes Kilo. Du ziehst dich weiter aus. Ja. Längste überlebte Zeit mit einer Kugel im Kopf. William Lewis Pace wurde mit 8 Jahren im Oktober 1970 in Wheeler, Texas zufällig angeschossen. Er hat damit noch Jahre weitergelebt. Na toll. Wie lange hat er überlebt? Er hat eine Kugel im Kopf bekommen, hat es aber überlebt mit 8 Jahren. Das heißt, er ist gestorben mit 72. 78 wären 60 Jahre, 72, 52 Jahre hat er noch gelebt. Ich sag 52 Jahre. Wie viele Jahre war die Kugel in seinem Kopf? 52 ich sag Jahre. 60 Jahre. Und Amanda 35 Jahre. Ist doch eine lange Zeit, oder nicht? Ja. Ja, also er ist ja nicht an dieser Kugel gestorben, deswegen... Na, Gott sei Dank, dass es 94 Jahre waren. Da war ich wieder am nächsten dran, oder? Schmeckt wie eine Paprika. Snitchoff! Ja. Das stinkt aber alle Paprika. Zeig mal. Jetzt kommt die Kerle, sind scharf! Oh. Geht dir voll. Wie jetzt? Doch nicht. Ja. Ein Backenzahn. Könnt ihr scharf essen, Chat? Ich kann kein Schaf essen. Also ein bisschen okay, aber nicht viel. Das Ex-Beatle John Lennon wurde am 5. November 2011 vom kanadischen Zahnarzt Dr. Michael Tsu für Euro ersteigert. Wie viel Euro dieser Zahn versteigert wurde? Ein Backenzahn 2011. Für wie viel wurde der versteigert, Chat? Wer ist denn dieser Typ überhaupt? Ich würde sagen, sein Backenzahn wurde für 20.000 Euro. 20 Amanda K. sagt, dass der Zahn um 90.000 Euro versteigert wurde. Marcel sagt, dass der Zahn um 635.000 Euro versteigert wurde. Ja.
Der Zahn wurde um 33.908 Euro versteigert. Da bin ich wieder am nächsten dran, ne? Also ich hätte dieses Battle ganz klar bis hierhin geführt. Und schon das wieder. Der Verlierer bleibt 17. Karma is a... Karma is a bee. John Evans balancierte am 24. Mai 1999 einen ausgeschlachteten Original Mini Cooper für 33 Sekunden auf seinem Kopf. Wie schwer war dieser? Mit oder ohne Reifen? Mit. Er balancierte ein Mini Cooper, nur die Hülle sozusagen, auf seinen Kopf für 33 Sekunden. Wie schwer war der? Ich sag 120 Kilo. Wie schwer ist denn ein normaler Mini Cooper? Ey, keine Ahnung, aber... Dein Mini Cooper wiegt um die 1,35 Tonnen. Der wird ausgeschlachtet. Ich sag, das Auto wiegt 635 Kilogramm. Lisa sagte 300 Kilo. Richtige Antwort ist 159, Hey, ich bin so gut! Schätzfragen mit Wakes, der Schätzing-Boss. Ich sag's euch, wie es ist. 6 Kilo. Der Verlierer bleibt sitzen. Und Chili-Schote. Wie kann ein Mini Cooper 160 Kilo haben? In welcher scheiß Mini Cooper Welt hat Mini Cooper 160 Kilo? Bro, der ist ausgeschlachtet. Das ist nur der Rahmen. Der Rahmen wiegt doch nichts. Wo? Das ist doch kein Auto. Welcher Mini Cooper? Hol mir den scheiß Mini Cooper hier jetzt. Es wird so scharf sein. Vor allem das Ende einer Chili ist, glaube ich, noch schärfer, habe ich gehört. Habt ihr bei mir unter meine Chilischoten Foodtruff Challenge geschrieben, dass man das Ende essen sollte, weil das noch schärfer ist. Bist du geschluckt? Junge, es ist so scharf. Man sieht das so in seinem Gesicht, wie er es unterdrückt. Was denn? Nicht am Boden hauen. Hast du bitte da eine? Ja! Am 10. Oktober 2017 zog sich Pavol Durdik in 30 Sekunden am rechten Fuß ... Socken übereinander an. In 30 Sekunden, wie viele schafft man in 30 Sekunden anzuziehen? Zack, zack, zack. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ich sag 30 Socken in 30 Sekunden, eine Socke pro Sekunde. Amanda sagt 60 Stück. Nein, niemals. Marcel sagt 65 Stück. Nee, ach komm, da bin ich auch näher dran. Es waren 28 Stück. Digga, Bro, der Verlierer bleibt sitzen, aber ich bleib einfach stehen. Ich bleib von vorne hinein einfach stehen. Ich glaube, die sind nicht so scharf, oder? Glaubt ihr, die Chili sind scharf? Musst du kotzen? Wie lang war die längste Maine Coon-Katze? Ein Zentimeter oder ein Meter? Die längste Katze, wie lang die war. Normale Katzen sind so, das sind so... Warte mal. Ja, ungefähr so 30 Zentimeter. 50... 1 Meter. Ich sag 1 Meter. Also, Marcells Antwort ist 1,37 Meter. Ich sag 1 Meter. Genau. Und Lisas Antwort 1,40 Meter. Oh nein. Die richtige Antwort ist 120. Ja! Ich hab 1 Meter. Was haben die? 1,40 und 1,37? Dann ist Casper Bett näher dran als ich. Okay, schade. Wie groß ist die kleinste Frau der Welt in Zentimeter? Die kleinste Frau der Welt, das ist einfach. Die kleinste Frau der Welt ist locker
60 cm. Ich wollte 50 sagen. 60 cm sage ich. 60, 55, 90, 50, 40. Und Amanda und einmal. Wie viel? Einmal 50 cm. Ja. Und Amanda und einmal 100 cm. Ein Meter? Was labert sie? Von der lieben Lisa Weinberger. Die kleinste Frau der Welt ist 62,8 cm. Wie kann man denn so krass schätzen? Also jetzt mal Real Talk, ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Wieso bin ich so gut da drin? Wir können uns teilen, okay? Jetzt kommt die Kick 3. Das war's, meine Damen und Herren, mit dem Buch der 1000 Fragen. Bei 15.000 Likes holen wir wieder das Buch. Twitch, das war nicht mit Absicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Es wird bestimmt ein Stream-Highlights-Video. Tschüss mit Öst.